Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung oder auch Hallo Internet hier bei SQ Enterprises zu einer kleinen Trailer-Analyse des Halo 5 Guardians Multiplayer Beta-Trailers. Zugriff auf die Beta von Halo 5 Guardians bekommt man wohl, wenn man sich die Master Chief Collection vorbestellt bzw. überhaupt hat. Das soll also mitgeliefert werden und die Beta soll überraschenderweise für mich sogar noch in diesem Jahr kommen, also im Dezember 2014, um genau zu sein, was ich wirklich unglaublich finde. Das wird ein ziemlicher Schritt. Ich bin sehr gespannt, wie 343 das alles hinbekommt. Und ja, was noch im Trailer zu sehen war. Wie sehen, dass 343 offenbar jetzt wirklich sehr darauf geht, Halo 5 zu einem Arena-Shooter zu machen. Das sieht man allein schon mal am Anfang. Man sieht quasi wirklich so ein arenamäßiges Gebilde, was so im Weltall irgendwo rumschwebt. Und wo wirklich Team Rot versus Team Blau. Und dann wird das immer so hin und her geschnitten. Und man sieht das auch auf so riesigen Screens, wie so eine Anzeigetafel beim Fußball. Wirkt alles sehr arenamäßig und auch wie die Spartans am Anfang quasi mit diesen Jump Pads in die Arena springen, erinnert doch schon an Quake, Shootmania etc. pp. Halo hatte ja auch immer schon einen großen Arena-Touch mit den Waffen aufheben, mit den Overshield aufheben und so weiter und so fort. All diese Sachen sind ja eigentlich von einem Arena-Shooter inspiriert und Halo zählte eigentlich auch immer in gewisser Weise zu den Arena-Shootern, aber jetzt scheinen sie nochmal wirklich ein bisschen darauf mehr abzuzielen bei 343 und das finde ich persönlich eigentlich eine relativ gute Entwicklung. Was man auch noch sehen konnte, ist, wie ein Spartan, also ich glaube ein roter Spartan, den einen blauen Spartan recht energisch weggekickt hat. Kann man jetzt aus dem Sprint Leute zur Seite kicken? Kann man direkt so Kombinationen machen, aus dem Sprint irgendwie Leute schlagen und so weiter und so fort? Weiß nicht, oder war es einfach nur, weil es im Trailer cool aussieht? Keine Ahnung. Könnte man jetzt aber einige Vermutungen anstellen. Was des Weiteren noch so sein wird, worauf ich nochmal auf die Arena zurückkommen möchte, gibt es Base Spawns. Weil man ja gesehen hat, am Anfang rennen die Leute über Jump Pads los und daher ist nun die Frage, gibt es wieder Base Spawns? Das heißt, man spawnt in seiner Base und die anderen spawnen in ihrer Base. Bleibt das dauerhaft so oder ist das wie gesagt nur am Anfang so? Keine Ahnung, werden sie das auf jeder Map quasi so machen, das heißt, man nur in solchen Arenen spielt oder gibt es da nur so ein, zwei Maps im ganzen Game? Ist alles noch die Frage, ob sie da zu 100% draufgehen auf diesen Arena-Shooter, wird sich zeigen. Ich fände es auf jeden Fall eine ganz coole Sache, wobei ich Base Spawns an sich relativ veraltet finde. Gut, dann, was ich teilweise schon ein bisschen negativer wieder finde, ist, dass sie auf die Armor Abilities noch weiter eingegangen sind. In einer Szene hat man einen blauen Spartan gesehen, der sich so an so einer Deckung entlang slidet und dann in Deckung geht. Kann man nun in Deckung gehen? Gibt es dafür eine Armor-Ability? Kann man so rumsliden, wie er es getan hat, so auf dem Boden rumschlittern? Weiß man nicht. Fände ich auf jeden Fall cool, wenn man da so rumschlittern könnte und ein bisschen Deckung. Das fände ich, mit der Deckung fände ich gar nicht so schlecht. In Third-Person-Shooters ist das zwar manchmal im Multiplayer sehr unfair, weil man über die Deckung rüberspähen kann, die anderen einem in der Deckung aber nicht sehen können. In einem Ego-Shooter ist das natürlich nicht so ein großes Problem. Deswegen fände ich das ganz nett, könnte ein cooles Feature werden, weiß man noch nicht. Gut, und das, was mich jetzt ein bisschen stört an diesem Trailer, ist die Armor-Ability, die man dann noch später sieht. Und zwar wie ein Spartan von oben herab runterkommt, auf den Boden schlägt und eine riesige Druckwelle erzeugt, mit der drei oder vier andere Spartans aus dem gegnerischen Team dann quasi ja, zur Seite geschubst werden, weggekickt werden, was auch immer. Sowas finde ich an für sich nicht so gut, wenn es diese Armor Ability wirklich so ins Game schafft, wie sie da jetzt dargestellt wurde, fände ich es etwas übertrieben. Wenn davon so eine Version, dass man dann wirklich nur so ein bisschen zurückgeschoben wird, also quasi stellt euch mal vor, einer will euch von hinten beseitigen, also eine Assassination ausführen, die es ja wahrscheinlich auch noch geben wird.
Sprich, und dann kriegt ihr einen Callout, hinter dir ist einer, dann kannst du diese Druckwelle machen und der wird quasi 2 oder 3 Meter von dir weggeschoben, du kannst dich umdrehen. Das könnte meiner Meinung nach ganz gut funktionieren, könnte eine ganz nette Armor-Ability sein, aber wenn man die wirklich so komplett wegkickt oder die vielleicht sogar noch Schilde abgezogen bekommen oder sonst was, dabei sterben, keine Ahnung, fände ich das doch ein bisschen übertrieben. Aber gut, das sind so meine groben Eindrücke zur Halo 5 Multiplayer Beta, was man jetzt in diesem kurzen Teaser sehen konnte. Wie gesagt, wird ein Teil der Master Chief Collection sein, die am 11. November in diesem Jahr erscheint. Ich bin sehr gespannt, werde mir die Halo 5 Beta auf jeden Fall anschauen und möchte ihn fragen, was haltet ihr von der ganzen Sache? Schreibt es mal in die Kommentare, was sind eure Eindrücke, was ist euch vielleicht noch anderes aufgefallen, was mir jetzt nicht so direkt ins Auge gesprungen ist. Das war's von mir, checkt mal unseren Channel aus, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschaußen.